Hallihallöchen, meine Lieben da draußen vor dem Bildschirm. Ich habe mir gedacht, seit dem letzten Video ist gerade mal 2 Minuten vergangen für mich, für euch natürlich nicht. Und habe überlegt, was könnte ich für euch filmen. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich will ja mit Sam jetzt gleich ein paar Suchspiele machen. Ich habe hier eine neue Beißwurst. Die habe ich bei Zoo Plus aus den, von den Punkten gekauft. Also das ist jetzt keine Werbung, sondern nur eine Empfehlung. Falls ihr auch Hundefutter bestellt, dann könnt ihr das gerne bei Zoo Plus machen. Denn da könnt ihr immer Punkte sammeln und mit den Punkten könnt ihr dann Sachen kaufen. Oder beziehungsweise geschenkt bekommen, weil... ja, oder kaufen, keine Ahnung. Und ich habe mir auf jeden Fall diese Beißwurst hier. Ich habe ein paar Punkte gesammelt. Ich glaube, die hat zwischen 350 bis 400 Punkte gekostet, diese Beißwurst. Und die möchte ich jetzt für Sam hier verstecken und da muss sie die suchen. Und jetzt habe ich gedacht, kann ich euch ja mal zeigen, wie man so ein Suchen überhaupt aufbaut. Weil nicht jeder Hund checkt direkt, dass er etwas suchen soll, nur weil man das Wort suchen sagt. Ja. Und damit fangen wir jetzt an. Es ist ein bisschen dunkel im Wald. Ich hoffe, das funktioniert hier trotzdem von der Qualität. Mach mal Sitz. Vorteil ist natürlich, wenn man einen Hund hat, der sitzen bleibt. Sitzen. Auch wenn man weggeht. So, ich benutze jetzt einfach hier ganz easy diesen Baumstamm. Lege diese Beißwurst dorthin. Sam sieht die natürlich, also ist jetzt nicht besonders schwer. Und nehme mir ein Leckerchen und packe das einfach mal so daneben oder da drauf. Wahrscheinlich wird sie es gar nicht merken. Aber so kann man den Hund anreizen, das Teil auch zu suchen. Und für den Anfang nimmt man den Hund, komm und such. Und schickt den dann einfach dorthin. Siehst du, ja, das Leckerchen gar nicht gemerkt. Aber so kann man den Hund den Begriff Such aus. Gut. So kann man den Hund den Begriff Such schon mal beibringen. Jetzt können wir mal gucken, ob das Leckerchen hier irgendwo liegt. Sam, such mal das Leckerchen. Das müsste hier eigentlich irgendwo liegen. Such mal. Ja, das Ding ist, Sam ist jetzt nicht so auf Leckerchen, dass sie ewig sucht. Bei Kinderruhe wäre das anders. Da würde hier alles absuchen. Sie möchte eher Spielzeug. Das ist so ihr Ding. Dann verstecken wir das jetzt mal anders. Sam, komm mal hin. Mach Sitz. So, wenn ein Hund begriffen hat, was das Wort Such bedeutet, sitzen, dann kann man die Sachen auch schon mal ein bisschen weiter verstecken. Also für den Anfang würde ich mal sagen, so, nehmen wir mal diesen Baum hier, tun das hier hinter und dann schicken wir den Hund gleich los. Such! Für Sam ist das jetzt natürlich easy peasy. Fein gemacht. Geht her, aus und sitzen. Super. Der Wald ist jetzt nicht unbedingt ideal für wirklich schwierige Verstecke, weil sie mich eigentlich relativ gut überall sehen kann. Mach Sitz und bleib Sitz. Aber wenn der Hund wirklich auch schon große Distanzen sucht, dann kann man auch mal weiter weggehen. Schön sitzen. Macht so gut, sitzt da schön. Jetzt schmeiße ich das gleich einfach da rüber. So. Die sitzt da hinten. Nein, ich habe noch nichts gesagt. Okay, gern, dann such. Ja. Ich lasse sie jetzt trotzdem suchen, auch wenn sie Frühstart gemacht hat, weil sie aus Distanz noch nicht sich wieder hinsetzt. Für Fortgeschrittene wäre halt auch richtig cool, wenn man so eine Gegend hat. Super gemacht! Feine! Aus! Die Pissen lecker! Ja, für Fortgeschrittene wäre halt cool, wenn man so eine Gegend hat, die jetzt nicht so flach ist und so gut einsehbar ist wie hier, wo man sich dann auch mal aus dem Blickfeld des Hundes bewegt, damit sie dann auch mal nicht sieht, wo das Teil hinfliegt. Man kann natürlich auch versuchen, den Hund andersrum abzusetzen, aber im Film ist es so, dass sie dann immer guckt. Die schummelt dann immer. Sam, Sam, mach mal Schutz. Sitzen, bleib sitzen. Guck, die guckt dann mal. Oh, jetzt renne ich hier auch noch gegen so einen blöden Ast. So, was machen wir denn jetzt? Wo nehmen wir denn jetzt mal? Schön sitzen. Die guckt halt die ganze Zeit, ne? Ist ja logisch, dass sie das macht. Wo können wir denn den mal verstecken? Sitzen. Gute. So, ich
werfe den jetzt einfach mal nach da. Hast du bestimmt gesehen. Dann kann man natürlich auch so Tricks einbauen wie das hier zum Beispiel. Sam, komm her. Hier zu mir. Und Fuß. Fuß. Ach, das ist Schutz. Gut, das lassen wir mal gelten. Wir sind ja heute zum Spaß hier. Und such. Hat so ein bisschen die Orientierung verloren, wo das Teil ist. Dann musst du schon ein bisschen mehr suchen. Denkst du nämlich, das ist da hinten. Dabei liegt es dort. Such. Immer wieder den Hund so ein bisschen anspornen, dass er auch suchen muss. Nicht zwischendurch was anderes macht. Ja, super gemacht. Ah, oh, eine Feine. Das hast du fein gemacht. Ganz toll. Super. Oh, so ist fein. So ist fein. Und der Beute, mit der spielen wir auch ein bisschen. Gerade diese Beißwurst ist super dafür. Die ist vielleicht stärker als ich einfach. Oh Gott. Super gemacht. Und aus. Aus. Samantha, aus. Samantha ist dieses, wenn man die Kinder beim vollen Namen ruft. Das ist bei Sam so. Wenn ich Samantha sage, dann weiß ich, oh Gott, die meint es ernst. Ja, jetzt wollte ich mal hier gerade gucken. Was ist denn das hier für ein Weg? Ach, das ist der Weg. Ich bin hier einmal so im Kreis gerannt. Ist ja lustig. Komplett die Orientierung verloren gerade selber. Sam, wenn wir uns verlaufen, dann musst du den Weg nach Hause suchen, weil suchen kannst du ja. So. Königsdisziplin beim Suchspielen ist, Sachen aufzuhängen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach einem Baum oder einem Ast, der irgendwo herragt, wo man es aufhängen kann, weil in die Höhe suchen, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und da hat jemand eine Maske reingestopft. Das verstehe ich nicht. Warum macht man denn sowas? Gut, ich setze jetzt Sam hier hin. Ich weiß, wo ich es hinhänge. Ich versuche sie mal so hinter dem Baum zu setzen, dass sie mich nicht sieht. Sam, mach Schutz. Sitzen. Sitzen. Super. Und such. Such. So, es hängt da jetzt. Das ist natürlich schwierig, weil dann muss sie nämlich nach oben suchen. Schon dran vorbeigelaufen. Worauf ich auf jeden Fall immer achten würde, ist, wenn der Hund langsam Frust kriegt, dann hilft ihn auf jeden Fall. Weil es soll ja Spaß machen. Feine, such schön. Such. Ich zeige jetzt auch mit dem Finger in die Richtung. Ja, feine Maus. Oh, das ist eine feine Maus. Deine feine Maus. Hast du das super gefunden? Ja, super gemacht. Super gemacht. Spielen und Filmen ist natürlich auch so ein Ding, ne? Gib mal aus. Dann werfe ich es mal für dich aus. Werfen ist für Sam Highlight. Das finden sie am besten, Sachen werfen. Ja, das war unser Suchspiel, was wir so regelmäßig machen. Ich habe ja auch noch Dummies, schwere Dummies, verschiedene Dummies, wo sie dann auch, kann ich ja mal in einem anderen Video zeigen, aus, Sam, aus, wo sie dann verschiedene Dummies holen muss. Dann zum Beispiel werfe ich einen Dummy nach links und einen nach rechts, zeige nach links und den muss sie dann holen, den rechten ignorieren. Guck mal, wie süß sie das sitzt. Wie ein kleiner Süßi. Da müssen wir doch direkt mal ein Foto von machen. Thumbnail. Gute. Kleine Diva. Bist du eine Diva? Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Ihr könnt das gerne abonnieren. Kostet nichts und animiert mich natürlich dazu, weitere Videos für euch zu drehen. Und denkt dran, für den Algorithmus ist es immer gut, Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr nur ein nettes Smiley macht, ist mir wurscht. Aber ihr könnt auch gerne mal eure Kommentare, also eure Meinung zu meinen Videos in die Kommentare schreiben. Okay, tschüss. Tschüss.